Hey ho, und schön, dass ihr seid zu einer Runde League of Legends bei BärTV. Mit mir Lilith Bärchen. Ihr seht mich Phoenix Jungle. Udyr. Vom Patch weiß ich nicht mehr ganz, welcher Stand das ist. Ist schon ein bisschen länger her. Ja. Ich habe hier jetzt schon versucht, die Vorspulgeschwindigkeit nicht immer ganz so krass zu machen, also es ist nicht mehr das Max. Somit würde ich mich freuen, wenn ihr euch mal melden könntet, ob ihr das jetzt besser findet oder zu langsam oder immer noch zu schnell. Whatever. Jo. Unsere Reise geht weiter. Hier habe ich auch noch meinen coolen Spirit Guard Udyr, den ich leider zurückgeben musste. Sneave. Das Leben ist ein wunderschönes. Ich starte Blue. Oh, hier gerade ganz wichtig, ich habe ihn so ganz leicht von der Position weggezogen, wo er stand. Würde ich euch Junglern allen raten, das auch so zu handeln, weil jetzt wo es Mode ist, am Anfang Smiteless zu gehen, passiert es ziemlich oft, Das dass der Leben Midlaner vom ist Gegner ein oder sonst wunderschönes. irgendjemand in Nähe von dem Buff geht oder irgendeinen Skillshot rüber feuert und damit stealt. Und das will ja niemand. Ja, gut. Da ich gesehen habe, dass Hecarim auf der Botlane gankt, wusste ich, dass er mich invaded hat und konnte seinen Red relativ safe stealen. Warum ich hier jetzt so ein bisschen vor mich hin wunkel, bin ich mir nicht sicher. Gut, ich versuche Toplane zu ganken, da er schon gleich am Anfang gepinkt hat. Und ping mit mal, dass er aufpassen soll, weil wenn Hecarim jetzt Blue gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er kommt. So, na, nice Flash. Dachte mir, ich versuch's trotzdem mal noch drauf zu gehen auf ihn. Jo, ping ihm hier, dass Hecarim im Top gankt und konnte relativ safe B. Hab mir Schuhe gekauft, dass meine Ganks ein bisschen besser sind. Bei Udyr mache ich das ganz gern, wenn dann irgendwie so Top Gank nicht hingehauen hat und ich im Gebüsch stehe, der Gegner nicht weiß, ob ich noch da bin oder nicht. Dann einfach kurz weggehen, Boots kaufen und weitergespielen. Da macht man nicht so viel kaputt. Unsere Vor allem, wenn man Geister eben seiner Lane den sind Vorteil gibt, dass der andere nicht weiß, ob man noch im Gebüsch steht. So, hier, er hat kein Flash mehr, das heißt, ich kann jetzt drauf. Ich warte noch kurz, bis der Ding soweit wirkt, als ob er ready ist. Der Mundo, und los geht's. Ich habe zwar eigentlich gewollt, dass er den Kill kriegt, aber gut, hat nicht sollen sein. Und jetzt soll er einfach seinen Arsch wegbewegen und ich push. Der Ryze heult schon mit Babysitting rum. Ganz ehrlich, ich schreibe zu Leuten entweder ein QQ oder ignoriert es einfach. Weil letztendlich sieht es halt mal so aus. Wenn jemand seinen Flash gebraucht hat, wäre es fahrlässig, nicht zu ganken. Hier, da kommen wir jetzt mit Stop Push. Auch das einfach ignorieren, wenn ihr in der Situation seid. Und sicher wisst, dass ihr es bis zum Tower kriegt. Pusht bis zum Tower. Die Minions sterben jetzt alle am Tower. Da resettet sich die Lane und bis der Mundo wieder oben ist, hat der Ryze im Normalfall so weit nach vorne gepusht, dass nicht viel passiert. Guck, wir sehen, der Mundo ist oben und die Lane ist wieder genau in der Mitte, von dem her, der soll nicht so rumheulen. Der Ryze setzt nun ein Ward. Und ich habe meine Tech Speed geladen, flash mich rein und die Ahri reacted not really. Naja, kann man nichts machen. Auch hier versuche ich entspannt, freundlich und ruhig zu bleiben. Ja. Was mir nicht immer einfach gefallen ist, diese Season, bin ich ganz ehrlich, aber ich bemühe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten. Jetzt geht's B, dass ich bei Minute 7 zurück bin, um zu warden. Warte extra noch kurz auf den zweiten Ward. Und jo, ich weiß ja, dass sie bei mir einen Red Buff gestartet haben. Und erst dann ist es so ein Blue. Deswegen versuche ich jetzt bei Minute 7 erstmal meinen Red Buff dann gleich zu deffen. Glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr. So, hier. Hab Levelvorteil für Hecarim. Jetzt wird's gefährlich, bis sie kommt. Okay, sehr gut vertrieben. Ist gar nicht zu meinem Red Buff oder zu seinem Blue. Ich entscheide mich, den safen Weg zu gehen, um meinen Red Buff zu machen.
Auch hier ganz kurz ein bisschen weggezogen. Bis ins Gebüsch ist mir jetzt zu stressig und weit. Ich heb mein Smite aber auf, so wie es aussieht. Und versuch noch den Blut zu stehlen. So. Wir sind von Macht erfüllt. Wachsame Augen. Und was sehen wir hier? Der schwule Blue Buff geht doch tatsächlich auf mein Dings. Gut, ich bleib hier ganz gemütlich stehen. Jetzt kommt hier der Thresh und der Garen und in der Mitte ist auch Miss. Ich wart und wart und wart. Und tschüpp. Konnte stealen. Und Hackerim ist weggeflasht und die sollten einfach nicht hinterher und genießen, dass ich den Blue Earth gestealt habe. Ja, kurz erwischt, aber konnte sich mit seinem scheiß Doppelschatten in Tower flüchten. Zwei, drei Minions geklaut. Und ich mache Ahri klar, dass sie einen Blue Earth haben kann, wenn sie kommt. Ping noch ein bisschen ganz unaufdringlich. So. Das ist einfach der größte Vorteil beim gegnerischen. Beim Team Blue geben. Ja, Überraschung. Er geht jetzt einfach drüber. Der Flash war jetzt mal ziemlich mies von ihm, aber. Ah, nice gemacht von der Arien da nochmal zu stunnen. Oh shit. Überlebt sie? Gerade so. Puh. Hätte ich nicht gedacht, dass er da nochmal so aus seiner Misere rauskommt und nochmal was auf die Reihe kriegt. Hackerim hier in meinem Jungle unterwegs gewesen. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob er schon Red hatte. Deswegen resette ich hier jetzt mal den Timer und versuche jetzt auf der Top-Counter zu ganken, falls er da ist. Mit Level 7 bin ich relativ gut unterwegs. Und auch Seth heult jetzt rum mit Nice Camps. So, hier. Hackerim erwischt, der ist noch Stufe 5. Wir sehen aber, ich mache ihm Schaden ohne Ende. Nächster Stun. Bin gut getroffen von Mundo und Mundo kriegt den Kill. Very nice. Ryze hätte ich jetzt auch noch getowerdived, aber dann macht es Mundo schon richtig, dass er mir klar macht, dass ich nicht mit soll. Aber da Ryze meint, er muss unbedingt mir hinterher flashen, kann Mundo ihn aufräumen. Sehr gut. Ja, ich entschuldige mich auch, weil das war wirklich greedy von mir. Ich hatte Double Buff, das ist dumm, dann so reinzurennen, weil hätte ich dem Ryze Blue gegeben, hätte der Mundo echt ein Problem gehabt. Also da unbedingt auch ein bisschen auf eure Lanes achten. Hier die Ahri am Fliehen und. Jo, keine Ahnung. Da ich relativ viel Kohle habe, setze ich Ward um Ward. Hier der Ward beim Blue Buff ist ein bisschen kritisch, weil dadurch, ja, sehe ich nicht, wer der Blue Buff spawnt. Das Ward-Symbol verdeckt das Blue Buff-Symbol. Also Symbol vom Blue Buff-Dings, was scheiße ist. Gut, Ahri wird gegankt. Ich kam zum Counter-Gank, aber sie kommen weg. Jetzt ist mein Red Buff gleich wieder da. Was mache ich? Sprich mit unserer Stimme. Ich gank den Hackerin. Die Ahri kommt auch. Der Seth kommt. Ja, unspektakulär. Ich stun nochmal. Oh, die Ahri. Nice Charm und Seth down. Da hat sich mein Flash doch tatsächlich gelohnt. Von hinten kommt jetzt Varus. Thresh reagiert, der Rest unserer Botlane irgendwie nur so semi. Komischer Pinkwort, ich würde jetzt Drake machen. Thresh hilft mir auch. Ahri kommt auch. Ich dachte mir, solange Hackerim jetzt wahrscheinlich mitdefft, können wir in Ruhe Drake machen. Eigentlich bin ich eher der Freund von Tower pushen, aber in dem Fall, ja, weiß ich nicht, war das eigentlich relativ safe. Empfand ich zumindest so. Blue Buff ist jetzt eigentlich da, aber ich habe keinen Smite mehr. Oder mir deswegen jetzt einfach mein Red Buff. Okay. Das kann ich mir jetzt nicht ganz erklären, warum ich da zu dem Hackerim hinrenne. Ich habe keinen Smite. Ich habe sonst keinen Skill, der irgendwie viel Damage macht. Ja. Das ist mal einfach nur mega unnötig, was ich hier gerade an Zeit verschwende. Aber da der Blitzcrank ziemlich bescheuert reagiert, kriegt der Garen hoffentlich einen Kill. Graves, nicht Garen. Und der BC rennt und rennt und rennt. Und drei Lanes rennen ihm nach.
Der rennt. Und rennt. Gut. Ich habe hier versucht, nochmal einen Assist zu kriegen, aber da war wohl nichts drin. Also es war jetzt nicht very smart, dass wir dem alle nachgerannt sind. Ach ja. Ich möchte euch in dem Spiel darauf hinweisen, dass das Team einfach eine sehr schöne Kommunikation hat. Hier Thrash schreibt, Hacker last seen board. Was weiß ich. Doch, das hat richtig Spaß gemacht, das Spiel, wenn ich das so die Erinnerung grob zurückkommt. Hier, ich hoffe immer als Ding mit Red Buff, dass ich den Blue nicht steal. Und jetzt geht's mal wieder eine Runde auf die Top Lane. Deffen, weil Mundo gerade krepiert ist. Jo, ich push wieder komplett durch. Ryze ist B. Ich bin Udyr. Ich krieg das Logger bis zum Tower und blast den Tower jetzt hoffentlich noch weg. Oder auch nicht. Doch, ich gehe weiter auf den Tower. Kann hier Ding vertreiben und mit Mundo zusammen machen wir den Tower voll fertig. Hier nochmal eine Runde Jungle invaden. Und jetzt will ich Seth hinterm Tower weghauen. Ahri will nicht. Renne ich halt einfach durch und lass es. Mundo steht jetzt auch ein bisschen gefährlich. Aber irgendwie hat er keinen Bock, so wirklich wegzugehen. Na, ich habe immer noch einen Levelvorteil, klein vor Hackerim, das ist ganz okay. Da nochmal gestunt, aber auch das reicht nicht wirklich. Und Mundo hat er jetzt tatsächlich Ryze so weit niedergemacht, dass Ahri ihn mit einer Auto-Attack noch kicken konnte. Sehr nice. So, ich spiele eine Runde Proxy Udyr. Dann haue ich hier die Minions mal zwischen den Turrets weg. Und Mundo ist jetzt mal richtig angry. Ahri räumt voll ab. Ich hätte jetzt theoretisch einen Stun-Flash und mir fehlt das Mana für einen Stun. Tja, aber wir haben Mundo und der will es wissen, kriegt es aber auch nicht mehr ganz hin. Gut, back geht's wieder. Ich gucke, ob mein Team schon Richtung Aegis geht. Da das nicht der Fall ist, gehe ich Richtung Aegis. Und weiß ich nicht, an sich hätte ich jetzt auch des Lebens teilnehmen können, statt Magires. Aber ich wollte ein paar Wards haben. Und versuche jetzt den Blue Buff zu stealen. Grenzenlose Stärke. Zerschmettert jede Barriere. Wir sind jetzt Robo Unicorn Hackerin. Will seinen Blue Buff noch nicht so wirklich aufgeben. Nochmal gestunt und hook, hook, hook. Schade. Und das seht immer noch ein unglaublich unruhiger Gefahrenherd ist, machen wir uns jetzt mal lieber vom Acker. Und machen mal Drake. Ich setze noch. Nein, setze ich nicht. Ich hatte eigentlich vor, einen Warder in das Gebüsch zu setzen, falls wir den Weg runterkommen. War ich mir, zum Glück habe ich Smite noch. Während Ahri sich hier mal kurz um Hackerin kümmert, machen wir gemütlich Drake fertig. Ahri sogar noch down bekommen. Und wir nutzen direkt unseren zahlenmäßigen Vorteil und versuchen noch den Mid-Dings zu pushen. Hier mit einem Ryze ist halt einfach mal nicht zu spaßen. Wenn der mal, ja, macht den Tower Range Fighten halt einfach keinen Spaß mit Point-Click-Stuns. Naja, schade für den Mundo. Ich mach den Blue Buff jetzt, Ahri hat ja einen. Oder ich schenke ihn ihr. Was ich glaube ich nicht vorhatte. Wie man meine Reaktion des Fragezeichens erkennen kann. Sei's drum, denke ich mir. Ich habe meine Aegis ready.
Hab zwar noch versucht, damit zu rechtfertigen, dass ich den Blue Buff wollte. Aber ich glaube, so recht abnehmen wird mir das keiner. So, versuche mich jetzt hier eine Runde durchzustunnen. Aber so ein wirklich smarter Teamfight ist es nicht. Dummerweise von Bee läuft Varus ziemlich blöd weit vorne rum. Und unser Grace hat eine super geile Ulti gesetzt. Das war gerade ein sehr spannender Hook auch. Von hier BC, der sich mich schnappt. Naja, sei's drum. Unser Thrash war nicht mal im Fight. Ja. Wir können weiter den Tower pushen. Gut, was gibt's gerade noch zu sehen? Baron Wort wird langsam wichtig. Weiß nicht, ich könnte da theoretisch, wenn ich mal wieder oben vorbeilaufe, einen hinsetzen, aber gerade sieht's nicht so aus. Also ob wir uns dahin orientieren. Zudem sind die Lanes alle relativ weit gepusht bei uns. Das heißt, wir würden es ohnehin erkennen, wenn plötzlich alle Gegner nicht mehr da wären, gell? Entschuldigung. Und rein geht's. Rawr. Doppeltötung. Yeah. Blitz trolls with his hooks. Bin mir nicht sicher, ob jemand deswegen trollt. Tja, hier wäre ich jetzt auch B gegangen, wie Ari geschrieben hat, aber unser Team will es drauf anlegen. Aber wir pingen fleißig. Ich will Blue Buff. Blue Buff. Rawr. Gut. Ich spare mir den Smite. Wölfe jetzt noch hinzugehen, war schon ziemlich greedy. Also das hätte ich nicht machen sollen. War schon frech, den Blue Buff ohne Smite zu nehmen, aber das habe ich gemacht, falls sie wirklich Baron rushen. Weil im Late Game ist Smite schon leicht wichtig und dann, ja. Naja. Ich versuche jetzt möglichst im Top-Lane-Bereich eine weite Tower-Range abzudecken mit meinen Wards. Und hier mal BC und Hackerim aus dem Fight draußen zu halten. Sieht jetzt hier doch fast so aus, als ob ich es übertrieben habe. Na, richtig schöner hier die Box von Thrash. Und sobald ich mal auf eine gewisse Range weg bin, kriegt mich auch ein BC und ein Hackerim nicht mehr. Jo, ich weiß selber nicht so recht, was ich mit dem Item holen soll, deswegen geht's jetzt Richtung Pink Ward und Ward Item. Jo, ich sag mal so, eigentlich sind wir jetzt in der Situation, wie wir das Spiel nur noch verlieren können, indem wir einen Baron Buffs starten und dumm verlieren. Oder indem wir zu greedy werden, nachdem wir einen Ace holen und zu lang pushen, sie alle zurückkommen, uns acen und auf 1 durchpushen können. Aber, da bei uns noch alle Turrets stehen und das Spiel erst 30 Minuten geht. Selbst wenn sie uns acen sollten, würden sie wahrscheinlich noch nicht komplett durchpushen können. Das heißt, die Hauptgefahr wäre jetzt Baron machen, dabei Ace an sie abgeben, von denen überleben noch 2-3 Stück, die können pushen und mit ihrem Baron danach nochmal den Ace holen und dann voll töten. Aber ja, daher machen wir nicht Baron, sondern farmen die Base. Jetzt hätten wir die Möglichkeit, den Top Tower zu holen. Aber da wir cool sind und voll abgehen, pushen wir einfach weiter die Nexus Turrets. Der BC wartet gerade nur ganz geil drauf, jemand in die Base zu grabben, aber daraus wird nichts. So, wieder schöne Box von Thrash, schön in den Weg gestellt. Sonias von Ari kam auch zum richtigen Zeitpunkt und schöner Charme. Ja, nächster Hook von Thrash auch wieder schön.
Also schön, 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 wie wir sie hier nach und nach abschnetzeln. Hier den Stun und Rice kriegen wir auch noch. Gut, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei BärTV. Ciao!